Okay, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Pre-Space und heute habe ich auch ein kleines Thema mal wieder, ne? So wie immer eigentlich. Oder ne, nicht wie immer, sondern tatsächlich zum ersten Mal in dieser Serie hier. Ich habe mir nämlich überlegt, dass es auf Dauer ein bisschen langweilig wird, wenn ich hier nur irgendwie durch die Mods gehe und so weiter, ne? Und hier irgendwelche Listen angucke. Deswegen habe ich ja, mich dazu entschieden, jetzt auch ein bisschen rumzufliegen, einfach um die Welt zu erkunden hier. Ja, ich kann mir mal hier die Koordinaten einblenden, falls ich später zurück möchte. Da kann ich hier im Video nachgucken. Und ja, keine Ahnung. Jetzt würde ich aber erstmal ein bisschen die Landschaft erkunden, weil ich finde, da sieht man auch gut was vom Modpack. Das ist vielleicht auch ganz sinnvoll, ne, mal so ein paar Biome anzugucken und eventuell die ein oder anderen Dungeons und so weiter mal ansehen zu können, ne? Oder irgendwelche Auffälligkeiten, ne? Ich denke mal, das ist ganz cool, wie zum Beispiel das Weizen-Biom hier. Das finde ich eigentlich ziemlich nett. Und ja, deswegen werde ich das jetzt so machen. Ansonsten mein Thema, was ich ja mir vor einiger Zeit auch schon rausgesucht hatte, ist, ich mag tatsächlich keine Questbücher, ne? Das hat jetzt zwar wenig mit dem Modpack hier zu tun, das hatte ich mal festgestellt, als zum Beispiel Kev und Spark, ja, ihr Mod-Projekt da hatten, Terra Firma Punk hieß das ja. Und ja, das war halt das ungefähr 127. Mod-Projekt mit einem Questbuch. Und ja, keine Ahnung, ich finde das einfach nur absolut langweilig, irgendwie in irgendwelchen Modpacks, die es so gibt, mit einem Questbook die ganze Zeit zu arbeiten und durchgehend nur die ganzen Quests da zu bearbeiten. Ich muss auch sagen, so über die Zeit, diese Questbooks sind immer komplizierter geworden. Also, wenn ich mir das so ansehe oder angesehen habe, ich blick da überhaupt nicht mehr durch. Weißt du, früher waren die noch relativ, ja, gleich auch immer und nicht so ganz schwer zu verstehen, aber trotzdem übelst komplex. Und meistens hast du dann so immer gesehen, wie die Leute so durch die Questbücher schalten und die kommen selber super zurecht, aber du denkst da einfach nur so, hä, wie wusste er jetzt so schnell, dass er dahin klicken muss und was ist da jetzt? Und das war halt auch schon kompliziert. Und wenn ich die Questbücher jetzt sehe, in den 1.10er-Modpacks und so, da ist ja ganz vorbei, ne? Also keine Ahnung, die Modpacks werden allgemein immer komplizierter und die Questbooks auch. Und es ist einfach so unnötig, also keine Ahnung. Ich spiele halt auch mal gerne solche älteren Modpacks hier wie Attack of the B-Team, die nicht ganz so schlimm sind, ja. Wo es eben auch noch ein bisschen mehr sich nach Minecraft anfühlt und nicht nach, keine Ahnung, Modpack 3000 und Produktivität Level 1 Million und Technik hier und Magie auf Tier 3000 hier und Alter, ey, das kotzt einen an, ne? Und lol, hier sind ja Schneemänner. Moment mal. Ich hatte letztens mal oder irgendwann mal eine Welt gespielt, da hatte ich auch so ein Biom gefunden. Aber die Welt hatte ich schon 2014 oder 15 erstellt. Ne, ich hatte mir die in den Herbstferien nochmal angeguckt, die ganzen Welten. Das hatte ich ja mal in dem einen Video gesagt. Also die ich früher ja hatte in Attack of the B-Team und ja, da habe ich halt auch solche Biome gefunden. Das ist schon nicht schlecht, ne? Ja, und ansonsten, keine Ahnung, also so Questbooks, das ist halt nix für mich und ihr werdet wahrscheinlich mich nie sehen, wie ich mich durch ein Questbuch hangle. Da spiele ich das Modpack lieber so, weißt du? Ich meine, es ist natürlich immer ein guter Leitfaden für das Modpack, gerade wenn du irgendwas nicht weißt, aber die Bücher an sich sind selber so langweilig und hässlich irgendwie. Oder ja, auch so komplex halt, dass ich da einfach keinen Bock drauf habe. Ja. Also, keine Ahnung, ey. Das widerstrebt mir einfach nur und ja, ich weiß auch nicht. Also, ich bin da absolut kein Freund von. Vor allem, weil das wirklich jeder ungefähr macht. Jeder spielt irgendwie so ein Modpack und geht nach Questbuch. Das ist so langweilig. Ich weiß nicht, warum da mal so viele Leute zugucken, ey. Und die Leute bezeichnen das dann auch noch als chillig und so. Ich verstehe das sowieso nicht, ne? Wie können eigentlich. Also, ich habe jedes Mal Probleme, wenn ich irgendwelche YouTuber sehe, wie sie ein Modpack spielen. Ich habe jedes Mal Probleme mitzukommen. Jedes Mal. Ab irgendeinem Punkt. Nicht direkt, aber so ab irgendeiner Stelle habe ich dann immer Probleme mitzukommen und noch hinterherzukommen. Was macht er jetzt mit dem Mod? Was macht er damit? Und das zu verstehen. Weißt du? Deswegen gucke ich auch lieber Craft Attack. Aber die anderen Zuschauer, die haben anscheinend da kein Problem mit. Ich meine, die Modpacks sind ja komischerweise
viel beliebter als zum Beispiel Craft Attack, oder? Also, ja, kommt mir zumindest so vor. Zum Beispiel Skybolt ist ja auch wieder übelst eingeschlagen. Da werde ich übrigens auch nochmal ein Video zu machen über Skybolt, wo ich mal, ja, meine Meinung abgebe. Und wie heißt denn das Biom hier? Origin Valley, das ist ja cool. Das ist halt so ein Alpha-Biom. Das ist irgendwie geil. Wenn ich jetzt hier so F1 mache und die Blumen weglasse, dann müsste ich hier weiche Beleuchtung machen, oder ausmachen, dann könnte man denken, dass ich in einer Inf-Dev bin oder so. Comeback von Minecraft Inf-Dev. Ich mach mal hier von einem Thumbnail, weil das gefällt mir gerade. Von dem Biom. Aber dann mache ich nicht den Sonnenuntergang, weil den gab's ja damals noch nicht. Mit den Farben. Es gab eigentlich auch die anderen Bäume noch nicht, aber ist ja egal. Komm, ich nehme das jetzt einfach. Ist ja egal, ne? So. Ja, auf jeden Fall zu Skyworld kommt dann auch noch ein Themenvideo. Ja, ich weiß auch nicht. Da gibt es auch einige Sachen, die mich stören an dem Projekt. Und wo ich auf jeden Fall noch was gesagt haben möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier anspreche oder ein Minecraft Attack. Mal gucken. Auf jeden Fall, ja, bin ich da doch auch ein bisschen überrascht über das ganze Ding. Aber das spreche ich mal anders an, ne? Jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, ich weiß halt auch nicht, warum sind so viele Zuschauer auf diesem Trip Modpacks zu gucken? Das ist halt die Frage. Warum ist das so ein Trend? Und gerade die Mod- oder die Questbücher und so weiter, ja, also ich als Zuschauer, ich weiß nicht, wenn ich mich zurücklehnen will und mal einen Kopf ausschalten will, da gucke ich mir keinen Modpack an, ne? Das ist einfach viel zu anstrengend, so, finde ich. Und anscheinend findet das aber keiner sonst so. Allen anderen fällt das irgendwie übelst leicht. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es nicht. Es gibt ja auch übelst viele Modpack-Spieler, die das dann eben auch selber spielen. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich kenne aber aus den ganzen Let's Plays natürlich auch einige Mods. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es das dann erleichtert, wenn man selber spielt. Wahrscheinlich ja. Aber ich habe halt keinen Bock, das zu spielen, ne? Das kann ja nicht sein, dass man dann immer trotzdem die Videos nicht versteht, oder? Ich weiß nicht, irgendwie. Ich bin halt nicht so der Modpack-Typ. Vor allem nicht der, wo die Mods so kompliziert sind, ne? Wenn die jetzt so schön klein sind, so. Solche Deko-Mods oder keine Ahnung. Das finde ich auch mal cool, ne? Da bin ich vielleicht eher der Typ dazu. Aber so andere Sachen, die interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. So Technik und so ein Scheiß. Vielleicht noch so Erkundungsmods und sowas wie der Haken-Skiff-Mod in Hexe, der war auch cool. Ja. Aber, ja, so Technikgedöns, das ist einfach nix. Ne? Vielleicht noch bis zu einem gewissen Grad, obwohl meistens bin ich schon mit den Anfängen dann überfordert. Und keine Ahnung. Ja, mittlerweile gibt es ja auch schon seit einiger Zeit diese freien Questbücher, wo so Empfehlungen drinstehen, wo du so abhaken kannst. Wie solche To-Do-Listen sind die einfach nur. Die sind nicht so schlimm, wie ich finde, weil die nicht so kompliziert geschrieben sind. Da steht halt eins nach dem anderen, gell, geordnet, schön. Wird halt auch schwerer nach und nach. Aber ich finde das sogar schon besser noch. Das ist eine gute Alternative zu diesen anderen Questbüchern, wo du dann auch Rewards und so kriegst. Die finde ich einfach nur sinnlos, ne? Ich meine, schön, wenn du einen Reward kriegst und so weiter, aber ich finde es einfach nur scheiße, solche Modpacks, die nur auf Questbüchern aufbauen. Das ist so langweilig. Das ist so linear. Weißt du, wenn da irgendwer ein Video drüber macht, das ist so austauschbar. Da hängt keine Eigenleistung dahinter irgendwie. Da wird halt durchgerusht, weißt du? Man muss immer da schnellste sein vielleicht und so weiter und. Leute, das sind einfach ein paar Necromancy-Viecher. Das ist ja lustig. Die spawnen ja einfach mal so. Ah, Leute, da ist mein Renderprozess fertig. Von der FIFA-Folge. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Ich bin, da nicht so der Freund. Wie gesagt, ne? Ich hab jetzt schon wieder einen Faden verloren. Scheiße. Wegen Necromancy, ne? Schon wieder. Aber das ist zum Beispiel auch ein Mod, der gefällt mir auch. Ja. Naja. So.
Ach so, ja, was ich noch sagen wollte, mit diesen austauschbaren Sachen und so. Genauso ist es ja bei den Maps, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, warum ich hier mir Adventure Maps und so nicht gerne angucke, weil wenn es jemand macht, ja, da steckt da irgendwie keine Eigenleistung so hinter. Und meistens habe ich dann ja keine Lust da drauf. Und wenn ich die Map halt schon kenne, vor allem, dann muss ich sie mir nicht bei 10 Leuten angucken. Und ja, keine Ahnung. Manche Maps, die sind halt auch nicht so interessant dann meistens. Es gibt wirklich nur manche, die wirklich richtig krass sind und wo man sich's wirklich mal angucken kann. Aber viele sind einfach so, ja, keine Ahnung, ne? Nicht so spannend halt. Ah gut, ich beende mal das Video hier an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Ja, bis später. Tschüss.